Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Diese Woche war zumindest bei mir privat einiges los. Ich habe das Nötigste wrestling-technisch verfolgen können, zumindest soweit, dass ich heute darüber sprechen kann. Einiges ist interessant, vieles ist, ja, will ich mal sagen, im Bereich der Routine ist das falsche Wort in den Zeiten, in denen wir leben, aber Business as usual kann man vielleicht sagen, ich weiß es nicht. Es war eine Wrestling-Woche, ohne dass irgendwie links und rechts da die großen Breaking News uns um die Ohren geflogen sind. Das war doch auch mal was. Da ich privat, wie gesagt, einiges zu tun hatte, war das ganz gut. Insofern können wir heute am Sonntag ganz entspannt wieder die Woche Revue passieren lassen. Eine Sache gleich vorweg, wir werden heute auch ein kleines bisschen auf AEW und NXT eingehen. Nicht zu ausführlich, aber ein bisschen was wollen wir hier auch fallen lassen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir uns das nicht nehmen lassen wollen. Auch angesichts der Tatsache, dass Jens und Julian ja schwerpunktmäßig NXT und AEW bei sich auf dem Schirm haben. Wir machen es auch diesmal etwas ausführlicher, weil Stand jetzt Julian und Jens gar nicht aufnehmen können, weil Julian gesundheitlich wohl derart angeschlagen ist, dass der Podcast verschoben werden muss. Wir müssen also mal gucken, ob sie das kommende Woche aufgenommen bekommen. Ansonsten wird das dann, so wie sie es ja auch angekündigt haben, so laufen, dass sie die Ausgaben oder die Ausgabe, vielleicht ist es ja nur eine, die sie dann irgendwie in einer Woche nicht schaffen, dann mit zusammenpacken in dem anderen Podcast. Sprich, ihr werdet sowieso überhaupt von AEW und NXT gar nichts verpassen von den beiden. Aber wenn ihr eben dann ein bisschen länger warten müsst, dann sehen wir uns quasi nicht in der Pflicht, aber wir stehen sofort bereit, dann auch das ein oder andere Wort zumindest über die Weeklies zu verlieren. Nur, dass ihr kurz vorher Bescheid wisst. Mit wem spreche ich über das ganze Drama? Wie immer mit meinem Wochenrückblickpartner, mit dem Randy van Daniels, unserem Jude-Olli. Gude! Ja, da haben wir ihn. Da muss ich auch nochmal gleich anfügen, bei mir sah es leider diese Woche auch nicht viel besser aus bezüglich Freizeit. Deswegen muss ich alle New Japan-Fans ein bisschen enttäuschen. Und zwar werden wir King of Pro Wrestling heute dann doch nicht sprechen, wie letzte Woche angedeutet. Allerdings haben wir uns jetzt mal so, ja, jetzt nicht verbindlich vorgenommen, aber wir haben ja jetzt mal so gesagt, nächste Woche findet ja mit Power Struggle dann das letzte große Event vor Wrestle Kingdom statt. Da wir aber wahrscheinlich nicht dazu kommen werden, das Sonntag morgens uns live anzuschauen, haben wir gesagt, nehmen wir in welcher Konstellation auch immer, also kann auch sein, dass dann vielleicht Jens oder Claudio dabei ist, müssen wir mal gucken, nehmen wir dann vielleicht übernächste Woche nochmal einen extra New Japan Podcast auf, wo wir dann eben über King of Pro Wrestling und Power Struggle sprechen und dann auch schon mal einen kleinen Ausblick auf Wrestle Kingdom liefern. Genau, wir versuchen das alles irgendwie abzudecken in der einen oder anderen Konstellation und das sollte uns auch doch irgendwie gelingen. Ja, diese Woche steht bei uns im Fokus auf, ja, müssen wir es sagen, ja, wir müssen es sagen, auf Crown Jewel, denn beim Marktführer stand der Fokus auf Crown Jewel. Wir haben quasi sowohl bei Raw als auch bei SmackDown ja die relevanten Segmente nahezu allesamt entweder komplett in Bezug auf Crown Jewel gesehen oder zumindest mittelbar. Also die Rusev-Lana-Storyline spielt ja zumindest ein kleines bisschen in Crown Jewel mit rein, weil Rusev ja Teil des Teams ist von Hogan. Insofern ist das etwas, woran wir heute auch nicht wirklich vorbeikommen. Und da wir den nächsten Wochenrückblick wohl erst wieder in der nächsten Woche bringen, fangen wir hier und heute auch schon mal an, so ein bisschen auf die Card einzugehen. Wir machen das, weil wir nicht anders können. Olli hat eine sehr konkrete Meinung zu diesem Event und ich habe diese Meinung genauso. Wir werden sie auch im Rahmen der Besprechung der Show einfließen lassen. Ich habe trotzdem vor, die Show zu gucken. Einer muss es ja machen. Und werde den Review-Podcast, den werden wir entweder tatsächlich im Rahmen des Wochenrückblicks bringen oder sogar vorher schon im Rahmen einer eigenen Review. Das muss ich mal schauen. Denn Olli, so habe ich dich verstanden, du wirst die Show ja definitiv nicht gucken.
Selbstverständlich nicht. Also ich habe ja die letzten beiden Shows mir auch schon nicht angesehen und ich sehe auch nicht, dass sich da aus irgendwelchen Gründen etwas geändert haben sollte, warum ich mir die Show jetzt ansehen sollte. Es gibt auch keine Gründe, finde ich. Also. Und da will ich auch mal noch hinzufügen, da könnte die Card oder auch meiner Meinung nach dann die Qualität des Events so gut sein, wie sie will. Selbst wenn man mir jetzt im Nachhinein erzählen würde, dass das Event, keine Ahnung, das beste Ein-Tages-Event seit was weiß ich was war, würde ich sie mir trotzdem nicht anschauen. Aus, ich denke mal, für die meisten Leute nachvollziehbaren Gründen, warum ich diese Kooperation zwischen WWE und der saudischen Regierung nicht unterstütze. Ja, aber Olli, es sind doch schon längere Zeit offiziell keine Journalisten mehr zersägt worden oder kleine Kinder geköpft. Was hält dich denn davon ab, die Show jetzt zu gucken? Ich verbuche das mal als rhetorische Frage. Aber niemals. Eventuell könnte man ja mal den guten Finn Balor fragen, warum er wahrscheinlich jetzt bei NXT ist und eben nicht auf dieser Card steht. Ja, also ich knüpfe da nochmal kurz an. Wir haben ja immer wieder mal ein paar neue Hörerinnen und Hörer, da freuen wir uns auch immer riesig drüber. Die meisten von euch werden vielleicht noch die Review zur letzten Crown Jewel Geschichte im Ohr haben. Die habe ich damals mit dem Julian gemacht, mit dem Fake Julian. Und da habe ich seinerzeit wirklich ausdrücklich, deutlich und mehrfach dazu aufgerufen, diesen Verein WWE zu boykottieren, aus diversen Gründen. Erstmal war das Wrestling katastrophal schlecht und zum Zweiten muss man da sich irgendwann moralisch auch mal die Frage stellen, kann man das noch oder kann man das nicht? Und es gab immer eine große Diskussion von wegen geheuchelt und stellt euch nicht so an, ihr fahrt ja auch Autos, die Benzin schlucken und das Öl muss ja irgendwo herkommen und wenn ihr alle so gut Menschen seid, dann dürftet ihr das alles auch nicht. Ist alles richtig, habt ihr auch vollkommen recht, da will ich mich hier auch gar nicht als den großen Moralapostel aufstellen. Aber nochmal, sich zum Hofnarren eines solchen Regimes zu machen, die schmeißen mit Millionen um sich, um da Cain Velasquez zu kriegen und sie kriegen ihn auch, um Tyson Fury zu kriegen und sie kriegen ihn auch, sie werden alles kriegen. WWE kriegen sie sowieso, wenn der Preis stimmt, gar kein Problem. Aber wie gesagt, unabhängig jetzt davon, ob das eine wrestlerisch gute Show wird, in Klammern wird es sowieso nicht. Die Saudi-Arabien-Shows waren bis jetzt immer schlecht. Aber wie Olli schon sagte, selbst wenn jetzt ausnahmsweise, und die Card sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn jetzt ausnahmsweise da was Gutes rüberkommt, ach, es ist einfach der letzte Dreck. Und da bin ich irgendwie immer unsympathisch und unobjektiv, kann man das sagen. Objektiv sind wir sowieso nicht, aber Naja, was hat das mit unsympathisch zu tun? Oder auch diese dämlichen Vergleiche dann, ob jemand Auto fährt oder nicht, wo ich auch mal hinzufügen kann, ich habe nicht mein eigenes Auto, also in der Regel fahre ich Bahn. So ich viel nicht. dazu. Jetzt, ich habe kein Aber Argument. tut mir leid, also wer mit solchen Vergleichen dann anfängt, um so eine Scheiße zu verteidigen, also da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Nee, da fällt uns nichts zu ein. Und ich werde diese Leier auch jedes Mal runterbeten, im Vorfeld zu einer Saudi-Show und auch im Nachgang zu einer Saudi-Show. Und nochmal, es hat schon seine Gründe, warum bei uns im Team diese Show von allen mittlerweile boykottiert wird. Und wie gesagt, wenn ich nicht der arme Spinner wäre, der hier letzten Endes die WWE-Fahne noch halbwegs hochhält und wie gesagt auch nur zum Wohl der Seite und weil es eben der Marktführer ist, muss man ja ganz deutlich sagen, wir müssen berichten und so sehen wir uns auch, also berichten wir auch über den Marktführer. Wir Ja, sind man hier. muss zumindest mal die Ergebnisse halt bringen und Genau. ansonsten sagen wir da ja auch relativ deutlich unsere Meinung zu. Eben, also wir sind hier auch keine WWE-Fanpage. Wenn ihr sowas sucht, gibt es wie Sand am Meer solche Seiten. Dann müsst ihr woanders hin. Und wir berichten über den Marktführer, wir berichten über kleine Ligen, wir berichten über alles. Und deswegen kommen wir an WWE nicht vorbei. Aber einer muss es eben machen und das bin immer noch ich. Und das kann ich euch auch sagen. Freunde der Sonne, wenn ich hier nicht der WWE-Arsch wäre, dann würde ich den Rotz auch nicht mehr gucken. So, ich gehe trotzdem immer noch so ran, dass ich gute Matches als solche auch bespreche und akzeptiere. Ich mache nicht alles schlecht aus Prinzip, aber ich bekenne auch, meine Grundeinstellung gegenüber diesem Verein ist nicht mehr so, wie sie vor 5 Jahren war. Hört euch mal die Reviews an vor 5 Jahren, da war ich ja noch mit wenig zu begeistern. Diese Zeiten sind lange vorbei. Gut, Olli, in diesem Sinne,
Wollen wir rein ins Blutgemetzel, hätte ich fast gesagt. Zum leicht angetrunkenen Ric Flair. Ich frage mich immer, ob der wirklich immer voll ist oder ob der gar nicht mehr anders reden kann. Also Ja, also zweiteres wahrscheinlich schon, aber ich glaube schon, dass er sich vorher auch mal einen kleinen Schluck aus der Pulle genehmigt. ein leichtes Lallen ist bei ihm ja nun, gehört ja zum guten Ton, hätte ich beinahe gesagt mittlerweile, ne? Also. Ist halt genauso wie seine, weiß nicht, aus was seine Haut mittlerweile besteht. Leder. Aber wenn du da einmal auf die Stirn tippst, bricht ja auch die nächste Platzwunde aus. Du bist aber auch heute, wie soll ich sagen, das sind aber schon Na, starke Worte. also tut mir leid, bei Ric Flair, der muss ja mittlerweile so eine dünne Hautschicht haben, weil er, keine Ahnung, 40 Jahre lang immer gebladet hat, und dann irgendwann halt die Haut so kaputt war, dass halt wirklich eben beim kleinsten Stoß schon eine Platzwunde ausgebrochen ist. Ist ja Ja, das stimmt. schon ja, mehr oder weniger legendär, seine Lederhaut. Das ist richtig. Wobei, ich glaube, der Typ war auch schon mit 35, sah so aus wie heute. Also viel hat sich da nicht mehr getan Naja, da hat er seit. noch eine einigermaßen lockige Haarpracht Das gehabt, stimmt. zumindest. Du hast recht. Und auch ordentlich Fülle war das noch. Oder auch vielleicht durch. Das war die 80er, da haben sie ja die Haare noch so toupiert, dass das nach mehr aussah. Ja, du hast recht, er hatte richtig Fülle. Aber ansonsten. Hat sich nicht viel getan, würde ich sagen. Alt Vergleicht sieht er mal. schon seit 30 oder 40 Jahren aus. Vergleicht mal den Royal Rumble 1992, wo er bei WWE debütiert hatte damals oder WWF noch und den auch gewonnen hat. Dieses großartige Segment, wo Sid Justice und Hulk Hogan sich da selbst eliminierten, sozusagen. Also, da sind es ein paar Haare mehr, ein paar Falten weniger, aber ansonsten würde ich sagen, viel hat sich da nicht mehr getan. Also, Nee. der ist also ab. Also ich glaube, 43 war er da. Ab da, also gut gealtert, der Mann, da ist nicht mehr viel passiert, aber dafür hat er die Zeit davor, also schnell gelebt. Ja, das ist unser Ric Flair. Und er war Gegenstand von beiden großen Weeklies. Das macht WWE ja immer ganz gerne. Wenn wenig zieht, muss man eben die alten Garden hervorziehen. Wir haben es schon ein paar Mal gesprochen bei den Ratings. Die Segmente mit Hogan und Flair, die ziehen, was die Zuschauerresonanz angeht. Zumindest die zogen bisher. Und auch diesmal hat Raw bei den Ratings keinen Absturz hingelegt. Man hat sogar ein leichtes Plus im Vergleich zur Vorwoche gehabt. Dreimal dürft ihr raten, woran das wohl gelegen haben mag. Schlimm, dass immer noch die alten Säcke so viel da retten, aber es ist nun mal so. Und sie haben das gemacht, was sie immer machen. Hogan ist da ja absolut zuverlässig, was das angeht. Ric Flair lief auch diesmal nicht aus dem Ruder. Ja, sie haben eben Crown Jewel aufgebaut. Man hat dann noch von Seiten Ric Flairs dann jetzt das neue Team-Captain-Mitglied Drew McIntyre aus dem Hut gezogen. Kann man alles so machen. Und damit steht jetzt auch fest: Team Hogan gegen Team Flair in voller Pracht für Hogan, Roman Reigns, Rusev, trotz Eheprobleme, Ricochet, Shorty G, wie er offiziell jetzt auch heißt, mit dusseligem Outfit und Ali gegen das Team Flair, bestehend aus Team Captain Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura und Drew McIntyre. Liest sich auf dem Papier gar nicht mal schlecht, die Paarung. Allerdings, es ist ein Ten-Man-Tag-Team-Match und wie ich das sehe, nicht mal ein Elimination-Match, also kein Survivor-Series-Match. Das heißt, der erste Pin wird hier für den Sieg sorgen Gibt und ich. wahrscheinlich im Zweifelsfall ein Rematch bei der Survivor Series. Geil! Crown Jewel baut die Series auf. Kannst du haben. Die Series kommt gleich danach. Du hast recht. Ich glaube, dazwischen kommt gar nichts mehr, oder? Ich guck mal kurz. Also an Main Event Die Series kommt Pay-Per-View. ja immer im November, also Ja. müsste eigentlich dann der nächste Pay-Per-View sein. Ja, danach kommt als nächster Event NXT Takeover Wargames, sprich, und NXT findet immer dann im Vorfeld von der Series statt, ergo der nächste Main-Roster-Pay-Per-View wird dann die Survivor Series sein. Ja, sieht auf dem Papier richtig gut aus, das wird ein ganz normales 0815 House-Show-Tag-Team-Match, Freunde, denkt an meine Worte. Es sei denn, Olli erkennt hier vielleicht mehr Potenzial. Aus welchen Gründen sollte ich da mehr Keine Potenzial Ahnung! sehen? Also, im Zweifelsfall macht man sich bei WWE immer mehr Hoffnung, als dann am Ende bei rumkommt. Also von dem her würde ich da jetzt nicht so die ganz großen Hoffnungen reinsetzen. Nee, das sollten wir auch lassen. Auch großartig. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen so durch die Card durch und wo mir danach ist, nehme ich Bezüge zu den Weeklies. Ich werde die jetzt nicht so en Detail besprechen.
Auch wenn ich SmackDown etwas besser gesehen habe als die allermeisten, die Kommentare waren vernichtend bei uns auf der Startseite. Im Board auch. Ich fand es gar nicht mal so kacke, aber dazu dann vielleicht später mehr. Ich nehme Bezüge dann, wo es passt zu Anfang und die wichtigsten Sachen können wir dann ja nachher eventuell nochmal nachbesprechen, die wir nicht mit der Vorschau auf Crown Jewel verwursten konnten. Wie man zum Beispiel die Paarung Mansoor, der glaube ich immer nur regelmäßig zu sehen ist bei diesen Saudi-Events und ansonsten mal in Performance, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendwelche Matches bei House-Shows überhaupt Er sagt mir gar abgeliefert hat. nichts. Ja, der tritt auch nur bei den Saudi-Shows auf und hat, glaube ich, ein oder zweimal bei irgendwelchen House-Shows von NXT regularmäßig geworkt. Er kommt natürlich aus Saudi-Arabien und tritt immer dann sozusagen als Crowd-Appetizer an, wenn man dann eben wieder im Ölland sich aufhält. Er tritt gegen Cesaro an und Cesaro hat man ja nur großartig aufgebaut, dadurch, dass er bei SmackDown erstmal übelst verprügelt wurde, als er als überraschendes Teammitglied für die SmackDown-Ausgabe noch präsentiert wurde. Das Match wird auch, glaube ich, ziemlich erbärmlich, denn wenn einer jemanden, der es nicht so drauf hat, zu einem halbwegs brauchbaren Match ziehen kann, dann wird es Cesaro sein. Aber ich glaube, Cesaro ist wirklich nur dazu da in diesem Match, um irgendwie dafür aufzupassen, dass dieser Mansoor nicht völlig daneben haut und neben der Rolle, er steht neben sich, also neben sich steht sozusagen und von der Rolle kommt. Das Match wird, also es wird, glaube ich, auch wieder arg schlimm, denn dass Mansoor da immer nur bei diesen Saudi-Kämpfen auf die Karte kommt, könnte seine Gründe haben, oder? Oho. Ja, wie gesagt, ich habe den Typen noch nie gesehen, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen, ob der oder wie schlecht er ist. Geh mal davon aus, da vertraue ich deinen Kenntnissen schon, dass er dann wirklich schlecht ist, aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie schlecht er ist. Ich guck mal. Und von dem her, mein klar, also wie du schon gesagt hast. Cesaro wird da im Zweifelsfall nur dazu da sein, um da keine absolute Katastrophe im Ring aufkommen zu lassen. Oh, ich tue ihm gerade Unrecht. Er hat tatsächlich am 1. Mai in diesem Jahr hat er bei NXT UK ein Match gehabt und gegen Travis Banks verloren. Insofern hat er sogar schon TV-Matches gehabt. NXT UK schaue ich nicht. Ja, Und hat ja auch bei WWE mittlerweile so gut wie keine Relevanz mehr, nachdem man jetzt die ganzen Topstars mehr oder weniger regelmäßig zu NXT gezogen hat, also zum Haupt-NXT. Der mittlerweile Pete Dunne, Tyler Bates, Imperium, Rhea Ripley, Killian Dane ist ja kaum mehr einer da, der noch exklusiv für NXT UK auftritt. richtig. Nee, NXT UK habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht einmal mir angeschaut. Doch das Debüt habe ich mir angeguckt ein bisschen. Doch habe ich sogar gesehen, haben wir sogar ein Review drüber gemacht, ich erinnere mich. Aber nee, das beim besten Willen, die Zeit haben wir dann wirklich nicht mehr. Ja, einer der Gründe, oder falsch, der Grund, warum Tyson Fury in einen WWE-Ring steigt, ist schlicht Knete. Ich weiß nicht, wie viel Geld er von WWE für dieses Match gegen Braun Strowman kriegt. Definitiv mehr wird er aus der saudischen Staatskasse dafür bekommen. Da könnt ihr mal von ausgehen. Tyson Fury wäre niemals hier bei WWE in dieser Art und Weise aufgetreten, wenn man nicht von saudischer Seite diese Attraktion, will ich es mal sagen, aus dem Boxsport, sich hier zu eigen machen möchte und Brot und Spiele für das Volk und sich wieder mal der westlichen Welt als ein weltoffener Staat zu präsentieren. Und das macht man, indem man möglichst viele Leute für möglichst viel Geld kauft, muss man leider so deutlich sagen. Und deswegen sagt Tyson Fury, ach Gott, diese zwischen 5 bis 7 Millionen nehme ich gerne mal mit. Ich denke mal, so viel wird er dafür tatsächlich bekommen können. Ich weiß es natürlich nicht genau, aber wie wird. Lass mich mal gerade gucken. Ich meine, wir hätten bei uns im Teamchat hätte mal einer was gesagt, wie viel Tyson Fury kriegt. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war es auch deutlich mehr als 5 bis 7 Millionen. Also ich weiß, dass Alvarez und Meltzer im Observer Radio drüber philosophiert hatten und da sind so die Zahlen mal in den Raum geschmissen worden. WWE zahlt vielleicht zwischen
2 bis höchstens 3 Millionen und der Rest, die 5 bis 7 Millionen, kommen von saudischer Seite, sodass man hier ungefähr bei 10 Millionen sich einpendeln könnte. Also, ich habe jetzt nochmal geguckt. Max hatte mal einen Bericht reingestellt bei uns im Teamchat und da war von 15 Millionen Dollar die Rede. Ja, also damit ihr mal seht, über was für Größenordnung wir uns hier unterhalten, dafür, dass jemand sich als, ja, was soll denn das? Was will man uns denn damit beweisen? Dass man jetzt weltoffen ist oder einfach nur, dass man zeigen will, wir können euch eh alle kaufen? Ich weiß es beim besten Willen nicht, aber das ist der Grund, warum Tyson Fury hier im Ring steht, muss man sagen. Diese 10 bis 15 Millionen, die nimmt er natürlich gerne mit. Das wird schon eine Katastrophe werden. Braun Strowman gegen Tyson Fury. Was immer da passiert, es wird kurz, heftig und hässlich. Oder erwartest du mehr? Nein, also ich kann halt jetzt schlecht einschätzen, inwiefern Tyson Fury jetzt wirklich ein glaubwürdiges Wrestling-Match bieten kann. Aber wenn ich mir schon die Aktion vom guten Kane Velasquez angeschaut habe, habe ich da eher weniger Hoffnung, weil ich glaube, wenn, dann dürfte Kane Velasquez der deutlich bessere sein, der ja auch schon bei AAA angetreten ist im Wrestling. Aber der hat ja jetzt, ich glaube, es war bei SmackDown, ich weiß nicht mehr, war das Segment bei Raw oder bei SmackDown? Welches denn? Mit dem Sohn von Nee, Mysterio? das war bei Das Raw, war ne, wo er Shelton Benjamin das war Raw. Das war Raw und verprügelt dann. hat. Da hat er ja Shane McMahon große Konkurrenz gemacht bezüglich, wer hat die schlechtesten und unglaubwürdigsten Schläge im ganzen Wrestling-Business zu bieten. Was ja häufig auch das Problem ist, hatte ich ja auch schon mal letzte Woche angedeutet, wo ich ja angesichts der Auftritte von Velasquez und Fury ja einen kurzen Vergleich zu New Japan unter Inoki gezogen habe, wo ja auch viele Kampfsportler damals bei New Japan aufgetreten sind und die eben auch alle katastrophale Wrestler waren. Weil gerade für Leute, die halt aus dem richtigen Kampfsport kommen, ist es dann immer eine große Herausforderung, den Gegner halt nicht wirklich zu schlagen, sondern die Schläge eben nur so aussehen zu lassen. Das können die in der Regel dann eben nicht. Nee, weil die ja immer zuschlagen sonst, Ja, richtig. und diesbezüglich ist der gute Cain Velasquez keine Ausnahme, weil das sah bei Raw wirklich ganz grauenhaft aus. Und wenn es schon bei Cain Velasquez der Fall ist, der, gehe mal davon aus, die letzten Monate schon mal ein bisschen trainiert hat, weil er ja, wie gesagt, auch schon bei AAA aufgetreten ist, dann mache ich mir da bei Tyson Fury eher keine großen Hoffnungen, dass es bei ihm deutlich besser aussehen wird. Nee, ich mir auch nicht. Aber wo du gerade Cain Velasquez so schön angesprochen hast, während er bei Raw mit nicht so guten Schlägen glänzen konnte, hat er uns bei SmackDown sein großes schauspielerisches Potenzial näher gebracht in diesem großartigen Engel, wo Dominik auseinandergenommen wurde. Ich glaube, das könnte als eins der erbärmlichsten Video-Engels der Geschichte eingehen oder als eins der erbärmlichsten Video Engels überhaupt in die Geschichte eingehen. Ich meine, relativ am Ende der Show, nachdem Brock Lesnar ja den guten Dominik auseinandergenommen hat, was er uns dann ja auch großartig grinsend gezeigt hat, als er Dominiks Gesicht quasi in die Kamera hielt und wie ein Honigkuchenpferd dabei gegrinst hat, das war herrlich. Und dann die beiden, sprich Kane und Mysterio, beide gleich Backstage gelaufen sind und dann dieses großartige Segment, wo sie dann mit diesem Arzt, ich weiß nicht, wo sie den Idioten I hergekriegt need more haben. space, guys. Ich glaube, mehr kann der auch gar nicht. Der I need more space Arzt sozusagen. Mehr hat er nicht gesagt. Und wo tut's weh? Genau. Wo tut's weh? I need more space. Hat mich weggeschmissen. Und dann Dann Kane kam Velasquez. Lesnar und hat für Platz gesorgt. Und aber genau das, also Lesnar ist immer großartig in solchen Segmenten. Aber Kane, der da wie ein begossener Pudel stand und gar nicht wusste, was er jetzt machen soll. Und Mysterio, der immer hin und her gelaufen ist und seinen Sohn mal hier, mal da versucht hat zu begrabbeln, aber immer wieder weglaufen musste, Miro, weil. Bitte? Miro, hat er die ganze Zeit rumgejammert. Also War das das war, schlecht. also Mysterio sah bei dem Segment auch schon bei dem Raw-Segment, wo er sich von Shelton Benjamin rumschubsen lassen hat. Also da sah er wirklich ganz katastrophal aus. Wenn du dir Muss. mal überlegst, dass er kurz vorher quasi ein Titelmatch hatte. Um den höchsten Titel und jetzt quasi wie so ein 10-jähriges Kind dargestellt wird, was sich von jedem rumschubsen lässt.
Also, Hammer. das war wieder ganz übel. Aber Ja, du also. hast recht, also zumindest Lesnar war große Klasse in dem Segment. Ja, Lesnar war wieder überragend, fand ich. Also auch vorher, wie er da, außer das Segment mit Heyman und wo er dann irgendwie auch Heyman, tranquilo, tranquilo, amigos. Das war schon gut, muss man sagen. Und Lesnar ist in solchen Beatdowns immer großartig. Also auch wie er da diesen F5 von Mysterio gegen die Wand und dann auf den Tisch und dann schnappt er sich Velasquez und schmeißt ihn auf Dominik rauf. Der macht da auch keine Gefangenen. Also das sind schon stiffe Aktionen. Also Und ich muss auch Respekt. sagen, also ich glaube, Dominik hat jetzt schon in seinen zwei Auftritten gezeigt, dass er mehr Potenzial hat, ein guter Wrestler zu sein als Cain Velasquez beispielsweise. Ja, sein Selling großartig, muss man so sagen. Ja, aber wie gesagt, warum sind die beiden auf der Card? Klar, weil es Asche gibt. Ich weiß auch nicht, wie viel Cain Velasquez kriegt. Er wird aber auch ordentlich Asche mitnehmen. Wobei man Davon hier aus, sagen ja. muss, Velasquez will auch wresteln. Das ist kein Geheimnis. Er ist ein Wrestling-Fan, seine Familie auch. Der war bei AAA. Dass er jetzt zu WWE gekommen ist, hat nur einen Grund. Saudi-Geld, muss man auch so sagen. Also Cain Velasquez würde auch so im Wrestling-Sport versuchen, Fuß zu fassen, wobei er sich eher als so Lucha Libre-mäßig, glaube ich, einordnen möchte, vom Style her. Ist ja bei AAA Naja, auch mit. da muss ich noch mal kurz einhaken. So wie ich das mitbekommen habe, hat ja Velasquez durchaus auch einen längerfristigen Vertrag mit WWE unterzeichnet. Ja, ist das so? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich aber auch gehört. Ist doch in Ordnung. Kann man auch Habe ich machen. zumindest gelesen, was mich dann auch noch mal ein bisschen verwundert, weil das hatte ich ja schon beim letzten Mal angesprochen. Eigentlich hatte er ja noch einen Vertrag über drei Kämpfe mit der UFC. Also scheinbar hat man sich da irgendwie hinter den Kulissen geeinigt. Ach Weil so. normal war es in solchen Fällen so, dass die UFC dann natürlich Auftritte von Leuten, die quasi noch Vertrag haben, bei anderen MMA-Promotions oder auch bei Pro-Wrestling-Promotions blockiert haben. Also es war, glaube ich, beispielsweise bei Tom Lawler damals so, als der von der Manager von Red Dragon dann bei Ring of Honor war. Vor ein paar Jahren. Aber da Lawler noch bei der UFC unter Vertrag stand, hatten sie ihm damals dann auch untersagt, dass er weiter bei Ring of Honor antritt. Okay. Also gehe ich mal davon aus, dass sich da die WWE und die UFC irgendwie hinter den Kulissen geeinigt haben. Aber ich habe da jetzt auch noch nichts zugelesen. Aber eigentlich hatte er ja noch bei der UFC Vertrag. Ja, oder es wird irgendwann noch interessante Gespräche, vielleicht auch rechtlicher Art geben. Also, Muss man da wäre, abwarten. glaube ich, schon lange was passiert. Also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man das jetzt hier seit 3 Wochen laufen lässt, obwohl man sich da quasi noch nicht geeinigt hat. Oh, weiß nicht, Fakten schaffen ohne Waffen. Also einfach mal loslegen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, da hätte die UFC schon lange mal ihre Muskeln spielen lassen mittlerweile. Weil dann hätte man ja auch schön dem, ja, Rivalen, nenne ich es mal, eins auswischen können, indem man jetzt kurz vor dem Saudi-Arabien-Event dafür sorgt, dass Velasquez eben da nicht auftreten darf. Magst recht haben. Oder sie sagen eben, gut, er soll mal machen und wir machen es dann über Schadensersatz. Wir werden das abwarten, ob und was dann noch passiert. Wie gesagt, sonst wäre Velasquez auch bei AAA, denke ich mal, erstmal geblieben. Hätte ich mir auch genauso gut vorstellen können. Nur jetzt ist er eben dem Ruf des Geldes, denke ich mal, eher gefolgt. Und ich weiß nicht, war sogar Cain Velasquez nicht sogar mal kurzfristig bei AEW im Gespräch? Und als AEW gehört hat, okay, WWE hat Interesse, haben sie gar nicht erst weitergemacht. Sich gar nicht erst mit ihm getroffen, weil sie wussten, da versuchen sie gar nicht erst Habe ich jetzt mit dem nichts zu. zugehört? Meine ich irgendwo mal gehört zu haben, bin mir aber auch nicht sicher. Deswegen müssten wir recherchieren oder lassen es erstmal im Bereich der dusselig dahergesprochenen Fabeln. Ja, ich bin gespannt. Also. Brock Lesnar gegen Cain Velasquez bin ich schon ein bisschen eher gespannt, auch wenn seine Schläge am Montag nicht Ich nicht. wirklich Ich kann viel. ja sagen, wie das ablaufen wird. Dann erzähl. Ja, die werden versuchen, so einen gestellten MMA-Kampf zu bringen, also viel mit Takedowns und Ground and Pound und ein paar Schläge. Und wie wir ja schon bei Velasquez gesehen haben, ist das eher nicht so seine Stärke. Insofern kann ich mir kaum vorstellen, dass da irgendwie auch nur annähernd ein gutes Match draus wird, außer der gute Brock haut mal wieder ein bisschen stiffer zu und dann bricht vielleicht ein Shootfight aus. Das wäre doch geil.
Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Ich nehme mich auch, denn das wird sich Velázquez nicht Nee, aber wie gefallen lassen. gesagt, hat er ja die letzten Jahre mal paar Mal öfter gemacht. Hat ja auch mal gegen Braun Strowman dann ein bisschen geshootet in dem einen Match. Der gute Brock. Okay. Weiß gar nicht mehr, welches Match das war, aber da gab es auch zwei, drei richtige Schläge. Und dann war Ruhe im Karton. Weil der gute Braun Strowman halt ein Strongman ist und kein Fighter. Aber wie du schon gesagt hast, Cain Velasquez würde sich das wahrscheinlich eher nicht gefallen lassen. Nee, glaube ich auch. Und das wäre, glaube ich, mal, also wenn, oh, das wäre ja geil, wenn das so passieren würde. Wenn dann irgendwie Brock einmal, und Brock ist da ja nun nicht als zimperlicher Mensch bekannt, wenn er dann einmal zu deutlich oder zu doll zuhaut, kann ich mir vorstellen, dass Kane dann sagt, so Freundchen, du bist aber gut mit lustig, und dann geht's da richtig zur Sache. Oder nicht Shane McMahon-mäßig, sondern dann richtig. Das wäre natürlich putzig. Ja, ansonsten, Also ich habe jetzt nochmal Doch, ah. nachgeguckt, der gute Kane hat sogar schon persönlich bestätigt, dass er sowohl mit der WWE als auch mit AEW Vertragsgespräche geführt hat. Meine ich doch. Und da hat AEW dann irgendwann gesagt, komm, wir lassen das, weil das, was WWE jetzt raushaut, jetzt, wie gesagt, nicht nur das TV-Vertragsgeld, sondern auch das Saudi-Geld dazu, da muss AEW eben sagen, komm, wir lassen es mal. Es sei denn, sie machen die Khan-Family da bankrott Ja, und macht ja auch dann. Sinn, weil Cody stand ja in demselben Match und ich meine auch im selben Team wie Kane bei Triple Mania, wo ja Kane Velasquez sein Wrestling-Debüt gefeiert hat bei Triple Stimmt. Und da wurde ja auch damals gemunkelt, dass Cody auch deswegen da antritt, um eben vielleicht noch ein paar Business-related Stories da zu betreuen. Kann sein, dass es da Gespräche gab. Wir wissen es nicht. Er ist jetzt bei WWE. Und ja, ich bin also vor dem Hintergrund bin ich doch sehr gespannt, was bei Lesnar gegen Velasquez passiert. Entweder es wird 0815 oder einem von beiden brennen die Sicherungen durch. Denn, wie gesagt, Lesnar hat ja nun mal schlicht in echt gegen Velasquez einst verloren. Das war so 2011, ich weiß gar nicht, wann es war. Ja, müsste 2010 oder 2011 gewesen sein. Von daher, no love lost. Und was man so hört, die beiden gehen professionell miteinander um, aber eben auch nicht freundschaftlich. Sprich, da ist jetzt nicht so was Brüderliches zwischen denen in der Luft. Und von daher, mal gucken. Also auch da gilt, Braun Strowman gegen Tyson Fury wird, glaube ich, schlicht nicht gut, wird schlecht. Und Brock Lesnar gegen Velasquez wird aller Voraussicht nach auch wohl nicht gut, kann aber durch durchbrennende Sicherung vielleicht doch ungewollt großartig werden. Und dann schauen wir mal, ob wir dann nicht irgendwie Lesnar Velasquez 2 sehen im WWE-Ring, aber unter UFC-Bedingungen. Wir werden das verfolgen. Ja, der Rest liest sich dann mehr oder weniger belanglos bis bescheuert. Wir haben ein Nine-Team-Tag-Team-Turmoil-Match. Nicht um die WWE Championship oder irgendein WWE-Brand-Tag-Team-Titel, sondern um den großen WWE World Cup. The Best in the World, Shane McMahon, ist ja nun lange her. Und jetzt gibt's wohl The Best Tag-Team in the World oder irgendwie sowas, weil der World Cup war doch letztes Mal dazu da, um den Besten der Welt irgendwie zu küren. Und da haben wir jetzt quasi alles da, was bei WWE rumläuft. New Day, Viking Raiders, Heavy Machinery, Lucha House Party, Hawkins and Ryder, Revival, The OC, Ziggler und Root, das B-Team. Die kriegen es alle miteinander zu tun. Und ich glaube, was da am interessantesten zu sehen sein wird, wird die Tatsache sein, wie man alle in einen Ring bekommt. Ich überlege gerade, ein Turmoil-Match? Was ist das denn? Alle gegen alle? Oder was ist das? Eigentlich schon, ja. Ja, ach du Scheiße. Aber Elimination Rules? Nee, First Fall oder was? Ja, es wird halt mal so und mal so ausgelegt, wa? Gott. Ja, gucken wir mal. Also auch das kann, sag ich mal, schnell und kurz sein. Wenn es ein normales Turmoil-Match ist und alle im Ring sind, wird es eh nur ein großes Geprügel und alle sind froh, wenn sie heil rauskommen. Ja, da wird nicht viel zu erwarten sein. Wo ich gerne was zu sagen möchte, ist das Match um die Universal Championship. Seth Rollins und The Fiend Bray Wyatt treten wieder einander an. The Fiend jetzt bei SmackDown mit neuem Firefly Funhouse. Es hat sich eigentlich gar nichts geändert, nur es ist für mich
unsäglich belanglos geworden mittlerweile. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir haben hier ein Falls Count Anywhere Match, wo man sich nicht entblödet hinzuzuschreiben, Match cannot be stopped for any reason. Nimmt das denn noch irgendjemand jetzt ernst? Also, wir haben beim Hell in a Cell Pay-Per-View ein Hell in a Cell Match gehabt, wo alles erlaubt ist, alles. Jetzt habe ich gelernt, nein, wenn man den anderen umbringen will, dann muss der Referee schon einschreiten. Und jetzt nicht? Ja, beim Falls Count Anywhere Match, Match cannot be stopped for any reason, sprich Mord und Totschlag seien jetzt erlaubt? Es ist so bescheuert. Entschuldigung, ich weiß nicht. Vielleicht kann Olli mir das erklären. Was heißt denn dieses Match cannot be stopped for any reasons? Ich guck mal auf die Fußnote, kleinen Moment. Olli sich äußert. Ich gehe mal davon aus, da wird man halt einfach auf die große Kritik an der Stoppage beim Hell in a Cell Pay-Per-View, wird man jetzt halt quasi diesen Zusatz deswegen da hinzufügen, um dann die Illusion, den Fans die Illusion zu geben, dass solch eine Stoppage in diesem Match eben nicht noch einmal vorkommen kann. Wobei, so wie ich WWE kenne, wird man bei diesem Match dann wahrscheinlich trotzdem wieder ein Fuck-Finish bringen. Natürlich! Und hat dann mal wieder schön False Advertising betrieben. Aber, keine Ahnung. Kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Also, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, man wird das halt einfach nur so vermarkten, weil halt sich viele Leute darüber aufgeregt haben, dass es beim Hell in a Cell diese unsinnige und absolut auch nicht den Regeln entsprechende Stoppage gab. Ja, also, aber trotzdem, jetzt ist also wieder alles erlaubt, so verstehe ich das jetzt. Also auch Mord und Totschlag sind erlaubt. Und wenn ich mit der Pistole in den Ring komme. Firefly Funhouse abfackeln, ohne dass er da irgendwelche juristischen Konsequenzen von tragen musste. Das heißt, jetzt müsste eigentlich Seth Rollins nur eine Pistole mit in den Ring schleppen, Beine und Arme kampfunfähig schießen, ihn pinnen und dann ist das in Ordnung. Ich möchte mich da gar nicht weiter drüber aufregen. Es ist ja nur The Fiend, es ist ja nicht Bray Wyatt. Ach so, du hast ja recht. Da bringt das ja sowieso wieder nichts, letzten Endes darum zu ballern. Du hast auch gehört, jetzt Bray Wyatt beim Comeback von Firefly Funhouse. Ich bin doch nur Bray Wyatt, warum tust du mir das an? Ja, das hat er doch aber gesagt, nachdem während das Haus niedergebrannt wurde. Ach so, wurde. Stimmt, das war ja. Doch, ja, ja. Das hat er letzte Woche doch gesagt. Wofür er viele Pops bekommen hat. Ja, Seth Rollins ausgebuht wurde. Ja, aber die Buhrufe sind auch nicht weniger geworden. Also ja, von verständlich daher. Bei dem beschissenen Booking. Ja, wir wiederholen uns da, aber wir müssen das. Es ändert sich ja nichts. Also nur weil jetzt eine Woche ins Land gegangen ist, heißt das ja nicht, dass wir unsere Sichtweise geändert haben. Rollins Booking ist immer noch bescheuert. Wobei es gibt eine kleine Nuance, die in dieser Woche dazugekommen ist und da sprechen wir gleich drüber. Kurz, um das Ergebnis rund zu machen. Es wird noch eine 20-Man-Battle-Royal geben, wovon noch nicht ein einziger Teilnehmer überhaupt offiziell angekündigt wurde bis jetzt. Lassen wir uns überraschen. Und der Gewinner darf gegen AJ Styles um die United States Championship noch im Laufe der Show antreten. Man darf gespannt sein, was da passiert. 7 Matches, wie gesagt, sind angekündigt. Rein vom Papier her liest es sich stellenweise interessant, bis man darf erwarten, was für ein Autounfall das wird. Mal gucken. Olli wird es nicht verfolgen. Ich kann jeden verstehen, der es auch nicht tut. Rate euch auch nach wie vor wieder. Guckt es nicht. Das Einzige, was dafür spricht, es kommt wirklich zur Primetime, also 8 Uhr, glaube ich, oder 9 Uhr, ich weiß gar nicht, wann es nach europäischer Zeit losgeht, oder um 19 Uhr, ich muss mich nochmal schlau machen. Also das ist einer der wenigen WWE-Pay-Per-Views, die man, sag ich mal, sich entspannt angucken kann von der Zeit her, ohne die Nacht durchzumachen. Trotzdem, geht in euch, ob ihr das wollt. Wir berichten ja sowieso drüber, in diesem Sinne. Olli, abschließende Worte zu Crown Jewel, oder sagst du verschwendest dafür keine weitere Silbe? Weiteres. Sehr gut. Dann wollte ich noch eine kurze Nuance zu Seth Rollins und seinem merkwürdigen Booking beitragen. Bei Monday Night Raw haben wir das Debüt von Umberto Carrillo gesehen. Wo Seth Rollins als astreiner Heel erstmal aufgetreten ist. Ich habe das nämlich nicht so richtig verstanden. Erstmal wird Seth Rollins von
Charlie Caruso interviewt und holt sich die verdienten CM Punk-Chants ab. Soweit, so gut. Dann zeigt er sich als überzeugter Brandstifter völlig frei von irgendwelchem Schuldbewusstsein und sagt vielmehr, dass es war eine gute Sache, das Firefly Funhouse niederzubrennen. Es ging einfach nicht anderes. Dann steht da Umberto Carrillo rum und Rollins geht hin und sagt, so, das, was ich da jetzt gemacht habe mit Wyatt's House, war nicht so richtig doll, aber wie gesagt, es gab keine Alternative. Eigentlich bin ich doch ein cooler Typ. Und du, Carrillo, willst hier Universal Champion werden? Na gut, wenn du meinst, dass du es drauf hast, dann treten wir doch heute mal gegeneinander an. Carrillo freut sich und dann gab es dieses Match. Das war übrigens gar nicht mal schlecht, fand ich. Ich habe es also mir gerne angeguckt. Gerade Carrillo durfte sehr viel zeigen und scheinen. Wie man so schön sagt, he was allowed to shine. Dann, völlig, das Finish habe ich nicht verstanden. Es hat einen Curbstomp gegeben und das hat gereicht. Ich habe gehört, ein Curbstomp ist mittlerweile ja überhaupt nichts mehr wert, aber gegen Carrillo hat einer gereicht. Nur wenn du gegen Brock Lesnar antrittst. Dann ist er was wert, oder? Nee, dann brauchst du 5. Ja, und gegen den Fiend brauchst du 10 und 11 und es bringt nichts letzten Endes. Ja, der Fiend ist ja auch übernatürlich. Achso, den musst du aus der Klammer nehmen sozusagen. Ja, ja. Okay. So, aber was verstehst du ja nicht dieses großartige WWE-Booking. Nee, das diese ist unglaublich so komplexen Geschichten, die die erzählen. Ja, also jetzt ist quasi alles wieder richtig gerückt. Nur Lesnar ist ein Ausnahmeathlet und der Fiend ist ein Übermensch. So muss ich es mir vorstellen. Absolut korrekt. Das macht doch alles Sinn. Ich verstehe, warum alle so über das Booking immer bashen. Passt doch alles. Passt doch alles. Warum war jetzt Seth Rollins hier Heel? Musst du mir kurz erklären. Ja gut, weil er halt mit seiner üblichen Arroganz aufgetreten ist. Schön seine Brandstiftung gerechtfertigt hat. Also tut mir leid. So tritt in meinen Augen ein astreiner Heel auf. Ich meine, gut, nach dem Match haben sie sich dann noch die Hände gegeben, aber Seth Rollins ist einfach kein gutes Face. Tut mir leid. Aber ich finde das auch so großartig. Ja, ich bin jetzt nicht so richtig stolz darauf, dass ich das Haus angezündet habe. Aber das musste eben schon mal sein. Also das, Freunde, also man muss ab und zu mal die Häuser anzünden von anderen Leuten, wenn es eben nicht anders geht. Also ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt. Brandstiftung ist eine gemeingefährliche Straftat. Warum? Weil man nie genau wissen kann, ob da nicht vielleicht noch irgendjemand sich in diesem Haus befindet. Ja, hast du ja auch gesehen bei SmackDown. Rambling Rabbit ist gestorben. Ja, der hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Und er sah auch ziemlich übel aus, muss man sagen. Wie gesagt, deswegen wird die Brandstiftung auch nach deutschem Recht relativ hart bestraft. Ne? Aber das wird hier WWE-mäßig ganz elegant gelöst. Ja, meine Güte, wenn es sich anders geht, dann Feuer frei. Wie die Rechtslage in den USA aussieht. Vielleicht ist da Brandstiftung nur ein Kavalierdelikt. Ich glaube, da wird es, glaube ich, mindestens genauso hart bestraft werden, weil die haben da ja gerade so mit Farm und so, da wird das ja richtig, glaube ich, existenziell noch teilweise. Ich werde mal das amerikanische Strafrecht mir mal angucken, wie das da aussieht. Also im deutschen Strafrecht ist eine Brandstiftung kein Scherz. Also da bist du auch ganz schnell im Bereich eines Verbrechens und da gehst du mal schneller. Ja, was soll es denn auch sonst anderes sein? Ja, ein Vergehen, das ist nicht so schlimm wie ein Verbrechen. Aber nicht jeder Tatbestand ist ein Verbrechen. Die meisten sind sogar nur Vergehen. Aber das Brandstiftung bist du schnell beim Verbrechen dabei. Und ja, wie gesagt, das muss man eben ab und zu mal machen, wenn man sich mit, Achtung, Herr Staatsanwalt, mein Gegner war ein Übermensch. Nee, ist klar. Da gehst du gleich in die Geschlossene und kommst auch nicht mehr raus dann. Wunderbar. Ja, das war, sag ich mal, Raw. Ansonsten viel belangloser Mist mit Rusev und Lana, die mit Lashley durchbrennt und ihm irgendwie Sahne auf seine Nase stupst. Und Rusev nimmt das Restaurant auseinander. Ich habe mir das gar nicht erst angeschaut. Zurecht. Besser für meine Nerven. R-Truth hat doppelt gesehen und den Titel verloren gegen die Singh-Brüder. War nett gemacht, aber eben 24. Ich finde immer noch den 24 in Ordnung. Die Championship, man macht da das Beste draus, was man kann. Es ist nicht dazu gedacht, die Show zu tragen. Es ist ein netter Sidekick. Mehr kann es nicht sein. Für Olli nicht mal mehr das? Ja, also ich meine, es hat sich halt jetzt so ein bisschen abgenutzt. R-Truth macht das zwar gut, aber im Endeffekt ist es dann halt schon immer dasselbe. Da fand ich früher die Hardcore Championship ein bisschen besser, weil man da dann eben auch mal ab und zu ein normales Match gebracht hat um den Titel. Jetzt hier hat man im Endeffekt quasi immer nur R-Truth in verschiedenen Variationen und das war's dann.
meine, wenn man das mal 2, 3 Monate am Stück macht, ist es okay, aber das läuft ja jetzt mittlerweile über ein halbes Jahr schon so. Dann nutzt dich das halt unweigerlich irgendwann ein bisschen ab und der Punkt ist bei mir mittlerweile gekommen. Ja, der kommt ja bei allen WWE, sag ich mal, relevanten Storylines irgendwann, gebe ich dir auch recht. Nur ich finde, dass es dafür, dass man diesen Punkt erreicht hat, immer noch erträglicher ist als vieles andere, was Vince zu Tode geritten hat. Und das hast du ja auch schon, finde ich, richtig gesagt. Das liegt an R-Truth, wie er das, finde ich, umsetzt. Er hatte mit, Moment, Drake Maverick, finde ich, einen recht guten Gegenspieler. Das mit Kane wurde auch süß umgesetzt, dieses One-Night-Only-Ding. Jetzt mit den Singh-Brüdern, kann man auch ruhig sagen, ohne R-Truth wäre dieser Gürtel schon vor Wochen der letzte Ramsch geworden, um Der jetzt wäre mal. schon wieder abgeschafft worden. Ja, also da hat R-Truth, sag ich mal, so ein Stück weit sein Meisterstück hier abgelegt, würde ich sagen. Und Ja, das würde ich jetzt nicht ja, sagen. da wo er herkam, war das auch Ja, mal. also er hat noch mal ein Highlight vielleicht für seine Karriere gesetzt, aber ich würde schon sagen, das Meisterstück war seine Zeit um 2010, 2011, Ja, geh ich mit. wo er wirklich auch im erweiterten Main Event von WWE stand und auch da wirklich sehr unterhaltsam war und ja auch quasi den Grundstein für die letzten Jahre gelegt hat, weil er da ja sein Little Jimmy Gimmick hatte, wo er mit einem imaginären kleinen Little Jimmy gesprochen hat und das war ja dann quasi so der Ausgangspunkt für die letzten Jahre, wo R-Truth immer als leicht verwirrt dargestellt wird. Stimmt. Da glitt er so ein bisschen in den Psycho-Wahnsinn ab damals. Ich erinnere mich. Das habe ich angefangen langsam zu gucken. 2011 muss das Ja, da gewesen waren sein, glaube einige ich. unterhaltsame Segmente dabei, muss man wirklich sagen. Stimmt. Ja, und dann hat er ja irgendwann eine Stadt falsch angesagt und seitdem war es um ihn geschehen, glaube ich. Das war so War, sein glaub, Green Bay. Neckbreaker. Ja, das weiß ich nicht mehr so genau, aber da habe ich dich ja für solche Details. Genau. Ja, SmackDown, wie gesagt, wurde relativ runtergeschrieben von allen Usern. Ich kann das auch alles verstehen, Green aber Bay wenn oder ich jetzt. Milwaukee? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, seinerzeit, wo er war und es falsch angesagt Ja. hatte. Genau. Diesmal hat Hulk Hogan kein Problem gehabt, die richtige Stadt und den richtigen Ort anzusagen. Hat nämlich, glaube ich, gar nicht erst was gesagt. Aber wenn du Crown Jewel aufbaust, finde ich es völlig in Ordnung, es so zu machen wie jetzt. Du packst die alten Säcke ins Anfangssegment, lässt die ein bisschen was drüber erzählen, dass Flair nie gegen Hogan gewonnen hat und bla bli blub, lässt das Ganze ein bisschen eskalieren und packst das Ganze dann nachher in den Main Event, auch wenn ich immer kein Freund davon bin, solche Matches vorher zu bringen. Man hat sie hier ja nicht in Gänze gebracht, die Kapitäne waren ja schon mal gar nicht mit dabei, auch Rusev fehlte, Ricochet, insofern war es nur so ein bisschen die Resterampe. Fand ich, kann man alles so machen. Lacey Evans Promo war, sag ich mal, in Ordnung. Das Firefly Funhouse fand ich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Drew Gulak war nichts weiter als Kanonenfutter für Strowman. Aber das war alles, sagen wir, zumindest so halb konsequent. Also ich habe schon viel schlimmere Shows von SmackDown gesehen, zumal Brock Lesnar hier alles gerettet hat mit seiner Aufräumaktion in dem, wie gesagt, wohl schlechtesten Filmsegment, das WWE in den letzten Monaten gebracht hat. Und wie gesagt, da gab es einige richtig schlechte, aber das war richtig großartig. Ich weiß gar nicht, wie hast du es gesehen? Ich fand es jetzt nicht doll, aber auch nicht zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ich habe schon viel Schlechteres erlebt. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, mehr oder weniger belanglos, bis auf das Highlight mit Lesnar. Was man vielleicht noch erwähnen kann, war das Segment mit Daniel Bryan. Da hat man sich jetzt mal ein, zwei Optionen offen gelassen, wie man da in Zukunft vorgeht. Ja, ich sag mal, bei einer guten Promotion hätte das Potenzial. Bei der WWE bin ich mir da eher nicht so sicher. Egal in welche Richtung es dann jetzt für Bryan geht, ob er jetzt sich Sami Zayn und Shinsuke Nakamura anschließt. Oder eben doch wieder komplett zum Face turned. Aber ich sag mal, das war in der Show auch noch so mit das Interessanteste. Stimmt, du hast recht, ich bin gar nicht auf Bryan und Sami Zayn eingegangen. War auch okay. Ich finde es auch gut, dass man jetzt Bryan nicht sofort wieder. Oh, da wollte ich doch noch ein bisschen was zu sagen. Gut, dass du es angesprochen hast. Vielen Dank. Nicht sofort wieder als 0815 Babyface darstellt. Was mir aber bei diesem Segment so gnadenlos gegen den Strich geht, dass Sami Zayn ja hier nur eindeutig Heel sein soll. Und alles, was Sami Zayn gesagt hat, war
Absolut richtig. Ja, das war Er hat. meistens bei WWE Heels so. Oder Aber war auch. auch gerade bei Bryan, als er Heel war, so. Genau, und das geht mir so auf den Sack, was auch ein Grund dafür ist, zu sagen: Leute, pfeift auf diesen Verein, denn unterschwellig wird da ja ein Weltbild suggeriert, bei dem man ja im Strahl kotzen muss. Denn Sami Zayn hat gesagt: Brian, du kannst dich jetzt wieder du kannst in die Vergangenheit zurückgehen und stehen bleiben, stagnieren und eben sogar Schritte rückwärts machen und das Yes-Movement wiederbeleben oder du kannst den nächsten Schritt machen, du kannst weitergehen. Zum Beispiel unseren Weg, denn du bist Veganer, weißt du, wer auch Veganer ist? Ich bin Veganer, sagt Sami Zayn. Ich hasse es, wie diese momentane Essensindustrie funktioniert mit Käfighaltung und Tierquälerei und so weiter. Und für diese Sachen sollte Sami Zayn ausgebuht werden. Das heißt also, dass WWE, Hat in Amerika was? ja genau, Die das wollen sich WWE. ihr gutes Fleisch oder beziehungsweise besser gesagt ihr schlechtes Fleisch nicht verbieten lassen. Aber das kann doch nicht sein. Also Ja, aber nur das war doch weil. schon immer so. Ich Aber das meine, ist doch fürchterlich. CM Punk war als jemand, der keinen Alkohol trinkt und keine Drogen nimmt, Heel. Daniel Bryan war als Veganer Heel. War bei WWE doch schon immer so. Aber nochmal, da macht man jetzt, ich will jetzt, ich muss ja wieder pseudomoralisch und weinerlich klingen, das nützt jetzt nichts. Jeder weiß, dass die Umweltverschmutzung, sag ich mal, von Amerika aus jetzt nicht die kleinste ist, sozusagen. Und nicht nur, dass du irgendwie, wenn du das ansprichst oder auch nur einen anderen Lebensstil, sag ich mal, pflegst, dass du da suspekt giltst, sondern dass du da quasi als ein Volksfeind in Anführungszeichen dargestellt wirst, als jemand, der böse ist, den man bestenfalls belächelt, schlimmstenfalls ausmerzen muss. Ja, das ist halt so. Ja, aber das ist doch fürchterlich. Also wird mir ganz schlecht, wenn In ich bestimmten sowas. Kreisen von den USA bist du ja auch ein Volksfeind, wenn du eine gesetzliche Krankenversicherung forderst oder einführen willst, weil ja die Leute frei darüber entscheiden wollen, ob sie krankenversichert sind oder ob sie zum Arzt gehen und wollen halt lieber aus freien Stücken $50.000 für eine OP bezahlen oder 10 Jahre lang darauf sparen und gesundheitlich am Stock gehen, bevor sie Ja, sich das behandeln lassen. im Süden ist das so. Das muss man so. Die klauen unsere Jobs. Das in der Tat muss man. Oh, die South Park-Zitate. Übrigens, South Park gibt es ja wieder bei Prime und ich gucke Ja, sie mir alle an. hast du jetzt Großartig. gehört? Jetzt will doch Trump seine Mauer innerhalb von Amerika bauen. Geil! Weil er ja gar nicht mal die Grenzgebiete zwischen den USA und Mexiko richtig kennt. Hat er jetzt gemeint, er will, ich weiß gar nicht mehr, war das zwischen New Mexico und Colorado, glaube ich, oder irgendwie so hat er jetzt gemeint, will er da die Mauer lang bauen, was dann halt quasi zwischen zwei US-Staaten ist, anstatt an der Grenze zu Mexiko. Wie geil! Aber da muss Trump aufpassen, weil sonst sind Aber schnell seine treuesten dafür, Wähler weg. ja, nö, der hat dafür Applaus gekriegt während der Rede, weil ja die Amis scheinbar selbst nicht wissen. Auf der restlichen Welt kennen sie sich ja geografisch auch nicht aus, aber scheinbar kennen sie sich im eigenen Land geografisch auch nicht aus. Also, wie gesagt, da den Hardcore-Leuten kannst du, glaube ich, erzählen, was du willst. Die bejubeln alles. Die hören da, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr richtig hin. Ja, das glaube ich auch. Aber gut, Aber kommen ich wir will davon. jetzt hier auch nicht die große politische Diskussion vom Zaun brechen. Ich wollte es diesbezüglich nur mal kurz erwähnt haben. Nee, aber das passt ja immer ganz gut. Ich meine, wenn wir über WWE sprechen, kann man auch gerne mal über Trump sprechen, denn das, ich meine, Linda ist Ein im und dieselbe Kabinett. Bande. Ja, Linda ist im Kabinett, das hat schon seine Gründe. Und wenn Vince im Weißen Haus mit seiner ganzen Family posieren darf und Donald da lächelnd sitzt, das ist alles eine Wichse, wie Olli schon sagte. Muss man, das hat alles schon seinen Sinn, dass WWE solche widerlichen Sachen macht. Ach Gott, ich rufe schon wieder zum Boykott auf. Ja, nützt nichts, mache ich auch. Okay, das war WWE. Zwei Crown kleine Jewel. Sachen noch. Ja? Ich höre. Weil ich jetzt nochmal in unsere News geschaut habe, können wir zum einen erwähnen, dass Fox mit den Ratings sehr unzufrieden ist schon. Wir haben jetzt leider noch nicht die Ratings von der Show jetzt auf Fox Sports One vorliegen.
Da wird es ja scheinbar oder da wird es wahrscheinlich ein sehr großes Debakel geben. Und auch die Worker sollen wohl Backstage schon, ja, ziemlich oder die Moral soll schon ziemlich angeschlagen sein. Wobei das angeblich nur vor dem Hintergrund der sinkenden Ratings wohl sein soll, was ich gehört habe. Ja, klar, aber da ist man ja jetzt wohl von allen Seiten aus sehr unzufrieden, weil man sich aus welchen Gründen auch immer deutlich mehr erhofft hat. Stimmt. Also wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir uns jetzt nicht vorstellen können, dass 4 Millionen sowieso schon mal nicht, aber auch 3 Millionen selbst auf dem großen Fox Network relativ schwierig sein wird. Davon gehe ich stark aus. Ja, da hat man sich auch, muss man auch sagen, da hat sich auch Fox verkalkuliert nach allem, was man so gehört hat. Ja, nicht nur verkalkuliert, also ich weiß nicht, was die geritten hat, so viel Kohle da auszugeben. Also normalerweise müssten da die Entscheidungsträger gefeuert werden, weil jeder, der sich auch nur einigermaßen mit der Materie befasst, hat das genauso vorhergesehen. Weiß ja nicht, was Vince immer und hier dieser Barrios, der da ja auch irgendwie Geschäftsführer ist und immer bei diesen Conference Calls dabei ist, weiß ja nie, was die in den Verhandlungen oder auch immer den Anlegern erzählen. Die tischen denen ja immer die größten Märchen auf und die bleiben alle immer dabei. Obwohl Ja. jeder, der sich quasi ein bisschen mit der Materie beschäftigt oder sich ein bisschen auskennt im Business, für den ist die Entwicklung keine große Überraschung. Absolut richtig. Was da vielleicht auch eine Rolle spielen mag, Rupert Murdoch ist, glaube ich, auch dem Trump nicht so völlig fern, hätte ich beinahe gesagt. Und ist, Kann glaube ich, man auch so alles so sagen, ja. Part of the Redneck Agenda gewissermaßen. Und wer weiß, inwiefern das da auch noch eine Rolle spielt. Vielleicht gab es ja noch mal einen oder anderen Anruf. Ich habe keine Ahnung. Wir wollen das nicht weiter thematisieren. Zumindest ist WWE bei Fox für Fox nicht der große Quotenbringer, den man da entweder naiv erhofft hat oder vielleicht tatsächlich niemals wirklich da gesehen hat. Aber man kennt sich ja eben. Ich weiß es wirklich nicht, was da. Und noch der zweite Punkt, der jetzt insofern auch nichts Neues ist, dass man das schon in der Vergangenheit öfter mal gemacht hat. Aber bei WWE ist man wieder sehr unentspannt, was Plakate zu anderen Promotions angeht. Oh ja. Da wurden wohl bei Raw Fans ermahnt oder auch schon der Halle verwiesen oder nicht in die Halle gelassen, wenn sie AEW-Plakate oder Plakate, die auf AEW Bezug nehmen, mit in die Halle nehmen wollten. Das ist, glaube ich, nichts wirklich Neues. Wir haben solche News auch schon ein paar Mal gehabt, aber jetzt bei AEW wird es dann doch wieder ein bisschen verschärfter durchgesetzt. Man müsste mal gucken, das AEW-Publikum würde ich mir gerne noch mal ein bisschen genauer angucken. Da sieht man ab und zu WWE-Shirts. Also ich habe sie zumindest schon ein paar Mal gesehen. Man sieht vor allem viele Bullet Club-Shirts, auch nach wie vor. Und natürlich auch AEW-Shirts. Jetzt kann man sagen, ja natürlich, man passt doch immer auf, dass bei der eigenen Show nicht irgendwelche anderen Promotions gepusht werden. Aber wenn jetzt HSV gegen Stuttgart spielt, warum soll ich mich denn nicht in ein Boah, HSV-Stadion mit da einem hast du jetzt aber Stuttgart-Fan packen? schön den Sieg vom HSV irgendwie in den Podcast Ja, wenn wir reingedrückt. schon mal 6-2 hier gewinnen, dann muss man auch mal hier platzieren. Wir sind ja eigentlich gefühlt schon wieder erstklassig, würde ich sagen. Da passiert ja nicht mehr viel. Der Rest ist jetzt noch Da bricht die ins Hybris schon wieder aus. Selbstverständlich, selbstverständlich. Wo wir sind, ist oben. Okay, weiter im Text. Wir haben den Marktführer also ich bitte um Nachsicht, dass wir jetzt hier, Olli und ich, so ein bisschen links und rechts pseudopolitisierend mal abgedriftet sind. Das passiert uns nicht so häufig, aber wenn wir über Crown Jewel sprechen, muss das irgendwie, zumindest aus unserer Sicht, ab und zu mal mit einfließen. Das möchte ich hier also ganz aus Prinzip und aus persönlichen Gründen nicht unter den Tisch fallen lassen. Hier sind wir nicht immer neutral. Also ich bin es auf jeden Fall nicht. Olli versucht es ja so gut es ist, aber auch er macht da keinen Hehl draus, dass er sich den Rotz nicht anguckt, aus, können wir ruhig sagen, moralischen, politischen Gründen. Ja, ich meine, ich habe es ja auch schon in den letzten Wochen angesprochen. Ich denke mal, die wenigsten werden sich auch einen Podcast anhören wollen, wo quasi niemand eine eigene Meinung hat. Also dann brauche ich mir auch keinen Podcast anzuhören. Zumindest bei uns machen die das nicht. Wer WWE-Fanboy
ist Marc das vielleicht anders? Ja, Ich die weiß können es nicht. sich ja dann einen Podcast anhören mit Leuten, die bei WWE alles abfeiern. Ich hab's ja auch schon letzte Woche gesagt, also objektiv ist natürlich nichts, weil jeder eine subjektive Sichtweise hat, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wenn wir loben oder kritisieren, da großartig unfair vorgehen oder auch für die Hörer unverständlich. Ich meine, wir haben ja schon auch gewisse Argumente, die wir dann immer einbringen, warum wir eben diese Meinung vertreten. Eben. Und wer uns hört, der weiß ja auch, was er kriegt oder was sie kriegt. Also wir plappern ja nicht der WWE nach dem Mund. Gut. So viel dann zu den Weeklies und zu Crown Jewel. Gerade eben, weil Julian und Jens nicht heute zu Potte kommen können wegen der angeschlagenen Gesundheit von Julian. Nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Machen wir ganz kurz einen Blick auch auf AEW. Es wird, wie gesagt, in Gänze dann nochmal ausführlich behandelt werden. Stand im Zeichen des Tag Team Titles Tournament, wo die beiden Halbfinals ausgetragen worden sind. Für mich haben sich hier die beiden, sag ich mal, naheliegendsten Teams durchgesetzt. Die Lucha Bros haben gegen Private Party nach 12,5 Minuten gewonnen. Im zweiten Halbfinale hat sich SoCal Uncensored durchgesetzt gegen die Dark Order. Für mich auch hier klar das richtige Ergebnis, auch wenn hier Scorpio Sky wieder eingetreten ist für Christopher Daniels, der storyline-mäßig immer noch ausfällt. Ja, also Ergebnis für mich. Macht es Sinn? Also die Bucks sind raus, dann muss das Finale eigentlich Lucha Bros gegen SoCal Uncensored heißen. Oder hättest du eine andere Variante hier auch für möglich oder sogar besser erachtet? Was meinst du? Ja, jetzt nicht unbedingt besser, weil ich finde, halt auch rein vom Stil her passen die Lucha Bros und SCU am besten zueinander. Haben sie ja in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal auch in Multi-Tag-Team-Matches mit den Bucks gezeigt. Ich hätte mir halt vorstellen können, dass man die Dark Order ins Finale packt, von denen du ja nicht so der größte Fan bist. Nicht so, nö. Also wäre für mich auch eine Möglichkeit gewesen, aber ich sehe es jetzt auch nicht als kapitalen Fehler, dass man SCU ins Finale gebuckt hat oder dass die Dark Order dadurch jetzt so den großen Schaden genommen hätte. Und wie gesagt, rein vom Wrestling her und vom Stil her, denke ich, sind Lucha Bros und SCU die beste Paarung, die man hier hätte ins Finale bucken können. Und ich denke mal, im Finale kann man dann so einiges erwarten. Bin dann auch mal gespannt, wer gewinnt. Hoffe ja so ein bisschen, da man ja auch in den letzten Monaten viel Bugs gegen Lucha Bros hatte, dass man hier dann SCU die Titel geben. Oh, ich hätte tatsächlich auf die Lucha Bros getippt. Ja gut, Schauen wir mal. wer mich kennt, der weiß ja, dass ich auch eine gewisse Schwäche für Chris Daniels habe. Aber ich finde, gerade in Sachen Promos ist SCU großartig. Ich glaube, das würde vielleicht dem Titel auch ein bisschen helfen. Mein Lucha Bros, die können mittlerweile auch kurze Promos auf Englisch halten, aber gerade Pentagon ist er, sage ich mal, bis auf sein Motto nicht so ganz expressiv, was die englische Sprache angeht. Da muss ja häufig Phoenix dann die Promo-Arbeit übernehmen. Und ich glaube halt auch einfach, weil man eine wöchentliche TV-Show hat, wo man dann durchaus auch mal die Champions mal alle ein, zwei Wochen in Promos präsentieren will, wäre es jetzt für den Anfang vielleicht nicht das Schlechteste, wenn man SCU dann eben die Titel. Schauen wir mal. Bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Ich könnte mit beiden absolut leben als erste Titelträger. Insofern zurücklehnen und genießen könnte das Motto sein. Ja, Kenny Omega dann gegen Joey Janela. Dieses Match war im Rahmen von AEW Dark in der Woche zuvor schon mal aufgezeichnet und auch gezeigt worden und hat großartige Kritiken bekommen. Zumindest hat es für unglaublich viel Aufsehen gesorgt. Ich habe mir das Match natürlich auch angeguckt
und fand es als Hardcore-Match gut, richtig gut, aber nicht überragend. Was die da aber an Spots gezeigt haben, war schon krass. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es ja eben nur ein Dark-Match war und dementsprechend auch nur auf YouTube ausgestrahlt wurde. Die Frage war natürlich, warum packt man dieses intensive Match auf AEW Dark, um dann in der Woche drauf ein normales Singles-Match folgen zu lassen. Viele haben gesagt, man möchte auf diese Weise AEW Dark ein bisschen pushen. Ja. Kann ich alles nachvollziehen, Olli? Also zum einen das und zum anderen vielleicht auch aus zeitlichen Gründen. Und zum dritten, gerade die Internet- und Social-Media-Plattformen haben ja bei AEW eine deutlich größere Bedeutung, als es bei anderen Wrestling-Promotions ist. Also ich meine, wenn du sagst, warum macht man so viel Aufwand für ein YouTube-Video oder so, da könnte ich ja jetzt auch anfügen, dass man gerade mit Being the Elite viel in der frühen Phase von AEW aufgebaut hat. Das war ja quasi auch nur in Anführungsstrichen nur eine YouTube-Videoserie. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, dass AEW aus dem Internet entstanden ist. Könnte man vielleicht sagen, das Ja, war die oder Basis. zumindest, dass viele aus der Hauptzielgruppe eben gerade da beheimatet sind. Genau. Während WWE-Offizielle ja gerne mal abfällig, wenn Kritik kommt, von der IWC sprechen, als ob nicht jeder Wrestling-Fan heutzutage im Internet wäre. Als Naja, ob die Keyboard Fans aus Warriors. dem, als ob die Fans aus dem Internet andere Fans als die Fans in der Halle wären. Wobei es Ja. ja gerade häufig so ist, dass die Fans, die sich dann eben noch über WWE beschweren, das sind ja dann noch die, die noch gucken. Weil die, die sich nicht mehr beschweren, die sind schon lange weg. Das stimmt. Aber die, die sich Das beschweren, stimmt. die sind halt so loyal oder die regt es so auf. Hatten wir ja auch schon mal den Vergleich, ist halt wie beim Fußballfan. Wenn dein Verein scheiße spielt, dann regst du dich auch auf, aber du gehst halt die nächste Woche wieder hin. Stimmt. Gut. Ja, Jericho und der Inner Circle kaufen sich Karten für die Show und trinken Champagner. Hier gab es leichte Kritik Richtung WWE-Booking. Weiß ich nicht. Olli, wie hast du es gesehen? Ja, gab es bei uns im Chat halt auch eine größere Diskussion, dass es ja so WWE-typisch wäre, weil sich ja bei WWE auch gerne mal jemand Karten kauft. Wo dann auch jetzt die Frage aufkam, da bei AEW ja quasi die ersten Wochen alle Hallen ausverkauft waren und auch relativ schnell und im Vorfeld, sind die Leute jetzt noch an die Karten gekommen. Ich meine, so ein bisschen kann ich die Kritik halt schon nachvollziehen, aber ich fand, es war jetzt nicht so hanebüchen und penetrant gebuckt, wie das eben bei WWE bei denselben oder bei ähnlichen Angeln meistens der Fall ist. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich fand gerade die Sache, wo Jericho da draußen mit den Fans steht und seine Karte zeigt, ich finde das symbolisiert, ich klinge jetzt irgendwie doof, aber da sehe ich es eher sogar als Nähe zu den Fans als bei WWE, wo die Fans Mittel zum Zweck mittlerweile noch sind. So eine Art Statistiken oder Staffage. Finde ich, kommt es hier tatsächlich anders rüber. Ist mein Eindruck, vielleicht liege ich damit auch falsch, ne? Aber ich habe hier den Naja, Stempel WWE-Booking nicht so gesehen. ich würde schon sagen, dass AEW auch grundsätzlich eine größere Fanbindung hat Ja. als WWE. Ich meine, Promotion ist auch relativ neu. Die sind auch in gewisser Art und Weise darauf angewiesen. Wobei ich auch ganz grundsätzlich sage, dass eben Grundausrichtung der Promotion darauf ausgelegt ist. Also ich meine, Bryan Alvarez hat das mal vor, ich weiß gar nicht, 2, 3 Wochen in irgendeinem Podcast ganz schön gesagt, WWE bookt so, dass sie ihre Fans aufregen wollen, während AEW quasi für die Fans bookt. Ich glaube, das kann man auch genauso stehen lassen. Würde ich sofort so unterschreiben. Jo, und dann ein interessanter Main Event, auf den ich kurz noch eingehe. Und dann möchte ich auch Jens und Julia nicht alles wegnehmen. John Moxley ist gegen Pac angetreten. Ja, Pac, nicht Pac, da legt er Wert drauf. Ein Match gab es, aber keinen Sieger, denn das Time Limit ist abgelaufen. Interessant, wenn man sich das Time Limit mal anguckt. 12 Minuten und 10 ist jetzt nicht so die originellste
Zeit, die man sich ausdenkt für ein Time Limit. Aber bei AEW hat man es ein bisschen anders gemacht. Man hat das Time Originell Limit. schon, wohl eher nicht Ja. konventional. Oder Konventionell wollte ich auch konventionell, ja. sagen. Pardon, das Du wollte ich hast damit aber sagen. originell gesagt. Ja, ich meinte das Originell ist es Gegenteil. schon, ja. Ich meinte, es ist nicht konventionell, dafür aber originell, Entschuldigung. Sowohl die Zeit als auch der Grund, warum man zu der Zeit gekommen ist. Es geht nämlich darum, dass man hier gesagt hat, wir nehmen das, was wir noch an On-Air-Time übrig haben, und das sei unser Limit. Und wenn diese Marke erreicht ist, dann ist das Match eben vorbei, wenn nicht vorher jemand einen entsprechenden Pin ansetzen kann. Kann man doch mal machen, oder? Ja, hat man auch schon in der ersten Woche, meine ich, damals erwähnt, dass man das in Zukunft halt so regelt, dass der Main Event quasi kein festes Time Limit hat, sondern eben nur noch so lang, wie die Sendezeit geht, ist das Time Limit. Und wenn bis dahin keine Entscheidung gefallen ist, gibt es dann eben ein Draw. Bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen ist es natürlich relativ pragmatisch und gibt einem ein bisschen mehr Flexibilität im Booking. Zum anderen ist es dann halt auch so ein bisschen, gerade weil AEW ja auch sagt, ja, Siege und Niederlagen haben große Bedeutung, dass dann halt manche Matches ein festes Time Limit haben und die Main Events dann immer nicht, dass dann quasi da die Regeln so ein bisschen unterschiedlich sind, wenn Siege, Niederlagen und diesbezüglich dann eben auch unentschieden zählen, bin ich dann halt ein bisschen schade, dass man dann keine einheitlichen Regeln hat. Also wie gesagt, da bin ich dann so eher ein bisschen zwiegespalten. Okay. Ja, kann man aber so sagen. Ja, wie gesagt, das war's dann. Also ausführlich gehen wir jetzt hier nicht drauf ein. Wir wollten nur mal ein, zwei Takte eben über zu AEW verloren haben, damit es nicht völlig untergegangen ist. Ratingtechnisch hat NEW NXT einmal mehr geschlagen. Man bleibt so ungefähr in der Differenz von, ja, roundabout 300.000, die da zwischen den beiden Shows liegen. AEW mittlerweile unter die Millionengrenze gefallen. NXT unter die 700.000 Grenze gefallen. Ja, das ist alles, sag ich mal, noch im Rahmen. Andererseits, ich weiß nicht, also wer kann denn sinkende Zuschauerzahlen eher verkraften? WWE oder AEW? Natürlich eindeutig WWE im Moment. Die haben einen sicheren Fünfjahresvertrag für viele Millionen. Also, wie gesagt, hier scheiden sich so ein bisschen die Geister. Manche sagen, Boom-Period kommt, manche sagen, Übersättigungseffekt. Olli und ich haben uns da im Vorfeld schon zu geäußert. Wir rechnen beide eher ziemlich deutlich mit einem Übersättigungseffekt. Und da bleibe ich dabei. Der wird AEW mehr schaden als WWE, bin ich ziemlich sicher. Und umso mehr hoffe ich, dass immer mehr Leute jetzt bei AEW einschalten, damit die irgendwie am Limit bleiben. Denn nochmal, AEW kämpft hier nicht gegen NXT. AEW, wenn überhaupt, muss sich mit den anderen Main-Roster-Shows von WWE messen lassen. Und da kann man, wie gesagt, ob NXT jetzt untergeht oder nicht, wird WWE nicht groß jucken. Aber auf Sicht kann man sagen, je mehr Shows WWE rausballert, desto größer wird der Übersättigungseffekt und desto blöder wird es für AEW. Das ist nun mal leider so. Würde ich dir zwar zustimmen, aber auch anfügen, dass AEW eine sehr loyale Fanbasis hat und ich glaube auch mittlerweile relativ viele exklusive Fans, die sich dann eben nur noch AEW anschauen. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass der Übersättigungseffekt also er wird AEW treffen, aber nicht so hart treffen. Und ich glaube auch selbst mit 800.000 bis 900.000, wären sowohl AEW als auch TNT immer noch relativ zufrieden. Ich habe ja persönlich gesagt, meine Latte für AEW, oder meine Messlatte liegt bei 900.000. Also ich würde mir wünschen, dass AEW dauerhaft über 900.000 bleibt, weil das dann auch in etwa das Niveau ist, das TNA damals 2009, 2010, gut, 2010 waren sie dann regelmäßig über 1 Million, aber das ist so das Niveau, was TNA konstant zu seiner Hochzeit hatte. Und das ist dann auch auf dem Sender wie TNT so meine Messlatte für AEW.
Ja, ich hoffe, dass die sich bei 1 Million einpendeln. Das wäre total geil. Und dass sie konstant bleiben. 900.000, 1 Million wäre noch besser, aber konstant wäre super. Sie sind momentan relativ konstant bei um und bei 1 Million. Es wird, denke ich mal, auch sich noch ein bisschen weiter nach unten einpendeln. Aber irgendwie zwischen 900.000 und 1 Million wäre schon gut. Traum wäre über 1 Million. Das wäre irgendwie richtig gut. Aber ich hoffe, dass sie bestehen werden. Ja, NXT versucht dagegen zu halten und legt gleich mal einen Heel-Turn hin von Finn Balor. Olli, du hast mehr dazu zu berichten. Ja, fand ich wirklich sehr gut gemacht. Ich meine, meine grundsätzliche Meinung über Finn Balor habe ich ja schon in der letzten Woche geäußert, dass ich da nicht so der große Fan von bin, was halt sein Standing dann angeht. Aber rein von der Darstellung her war natürlich klar, dass er jetzt bei NXT eine sehr große Rolle einnimmt und auch deutlich besser eingesetzt werden wird. Und ich bin auch über den Heel-Turn sehr glücklich, weil ich Finn Balor bzw. Prince Devitt als Heel sehr schätze. War ja auch nicht von ungefähr als erster Anführer und Gründer des Bullet Clubs sehr erfolgreich. Und ich fand, hat man hier in dem Segment auch sehr gut dargestellt. Also war kein 0815-Turn, sondern gerade mit diesem überraschenden Pele-Kick gegen Gargano war das wirklich schon sehr gut inszeniert. Wobei ich da zwei andere Kritikpunkte habe. Zum einen das Booking von Ciampa und Gargano, die jetzt wieder mehr oder weniger eine Reunion gefeiert haben. Da fand ich ja schon die letzten Monate vor Ciampas Verletzung sehr inkonsequent. Weil da gab es ja dann zum einen den großen Turn, der wirklich überragend inszeniert war, dann die intensive Fehde, die genauso überragend inszeniert war. Dann kann man noch so ein bisschen die erste Reunion entschuldigen. Gargano hat halt als Face nie die NXT Championship gewonnen und hat sich dann von Ciampa gegen den Willen seiner Frau Candice auf die dunkle Seite ziehen lassen. Dann waren die beiden als Heels unterwegs. Dann kam es ja aber wieder zum erneuten Turn von Ciampa oder zum versuchten erneuten Turn, wo man den ersten Turn so ein bisschen aufgegriffen hat, wo sich Gargano dann aber wehren konnte und damit wieder face geturnt ist. Damit wollte man ja dann nochmal quasi ein finales Aufeinandertreffen zwischen Ciampa und Gargano aufbauen. Dann hat sich ja Ciampa aber leider verletzt, sodass Gargano dann im quasi Ersatzmatch, ich glaube, es war gegen, weiß ich gar nicht mehr, war das gegen Andrade oder gegen Cole oder gegen McIntyre, weiß ich jetzt gar nicht mehr, gegen wen er den Titel dann gewonnen hat. Aber dann hat er ja endlich den Titel gewonnen, dann kam ja Ciampa nochmal raus, obwohl sie ja jetzt eigentlich wieder hätten verfeindet sein sollen und hat Gargano umarmt, was quasi ein schöner Moment war, aber in dem Moment eben inkonsequentes Booking. Und insofern bin ich jetzt auch über die sehr schnelle und ohne, oder zumindest bisher ohne Hintergründe, wieder erfolgte Reunion von DIY nicht ganz so glücklich. Also verwässert so ein bisschen meiner Meinung nach die großartige Storyline von damals. Da hätte man sich eher darauf beschränken sollen, dass weniger manchmal mehr ist und die Fehde einfach beenden und dann ruhen lassen sollen. Weil an sich war es wirklich eine der besten Fehden aus den letzten Jahren. Für mich auch vergleichbar mit der Kevin Steen El Generico-Fehde bei Ring of Honor von 2009 bis 2012, die auch wirklich sehr lange und sehr konsequentes und gutes Storytelling hatte. Und da hat man damals bei Ring of Honor eben auch einen klaren Strich gezogen und dann nicht nochmal Steen und Generico zusammengesteckt. Was vielleicht aber auch damit zusammenhängt, dass Generico damals dann zu NXT gewechselt ist. Also eventuell hätte Ring of Honor da auch nochmal eine Reunion gebuckt, aber ich fand, da hat man eben einen klaren und sauberen Schnitt gefunden. Und deswegen ist für mich auch Steen gegen Generico, was Storytelling angeht, immer noch das Maß aller Dinge aus den letzten 10, 15 Jahren. Okay. Und der zweite Punkt, den ich da noch ansprechen wollte, war jetzt, kam aus dem Segment nicht ganz hervor, da war nicht wirklich ersichtlich, ob jetzt Barlow wirklich eine Partnerschaft mit der Undisputed Era eingeht.
Aber sollte es so sein, habe ich da so ein bisschen Bedenken, wie man da noch dagegen stellen kann. Weil du hast jetzt noch DIY, du hast den Dream, der ja gegen Strong fädet. Aber wen hast du denn dann jetzt noch großartig auf Face-Seite, den du dann wirklich gegen ein ziemlich übermächtiges Heel-Stable mit Balor und Cole an der Spitze stellen könntest? Ja, berechtigte Da Frage. fehlen mir dann noch so ein bisschen die Gegner. Weil so wie Stimmt. es aussieht, sind die Street Profits jetzt auch endgültig komplett ins Main Roster hochgezogen worden. Ja, ganz sicher. Und dann fehlen eigentlich noch zwei Leute auf Face-Seite und ich sehe da jetzt noch nicht so ganz, wer diese Rolle ausfüllen soll. Muss man abwarten. Weil Ich kann es mir auch nicht vorstellen. ich gehe mal stark davon aus, in irgendeiner Konstellation wird man jetzt die beiden Parteien dann bei Wargames booken, ins Wargames-Match. Ja, muss ja. Wir haben ja nur noch ein paar Wochen bis Wargames, genau. Lassen wir uns überraschen, wie man da aus dem Hut zaubert. Ansonsten kann man dann noch erwähnen, dass Dakota Kai und Tegan Nox sich ein Women's Tag Team Match verdient haben. Da fährt man jetzt bei NXT auch wieder groß auf. In der nächsten Woche werden dann Asuka und Kairi bei NXT auftreten und eben da ihre Women's Tag Team Championships verteidigen. Habe ich so ziemlich dieselbe Meinung wie bei Balor dazu. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass man dann jetzt ständig irgendwelche Main-Roster-Leute wieder runter zu NXT schickt, weil ich eben der Meinung bin, dass es ihrem Standing nicht gut tut. Aber es ist halt klar, dass man jetzt versucht, bei NXT immer so viel wie möglich aufzufahren, um eben im Kampf in den Wednesday Night Wars gegen AEW zu bestehen. Das ist aber ja nun mal so, ne? Dass man jetzt da versucht, NXT mit Main Roster so ein bisschen zu stärken. Ob es funktioniert. Und als letzten Punkt könnten wir noch anfügen, dass die Cruiserweight Championship jetzt in NXT Cruiserweight Championship umbenannt wurde und zukünftig sowohl bei 205 Live als auch bei NXT verteidigt wird. Also da hat man jetzt quasi 205 Live nicht mehr dem Main Roster, sondern NXT untergeordnet. Mal gucken, wie lange wir Tour of Life, Tour of Five Live überhaupt noch haben. Bis Ja, jetzt hält klar. es sich ja. Aber viele Insofern dann aber sagen. auch das, was wir immer gesagt haben, für alle Cruiserweights oder auch für den guten Kushida dann wahrscheinlich irgendwann, wird es eher keine Zukunft im Main Roster geben. Ausnahmen Unwahrscheinlich. wie Ricochet mal ausgenommen. Also wir können ihn doch Shorty K nennen, wenn er dann hochkommt. Und mit Shorty G können die ein Tag-Team machen. Ich sehe das schon kommen. Das wird passieren. Und bei mir habt ihr es zuerst gehört. Shorty K und Shorty G werden um die SmackDown Tag Team Championship antreten. Ha! Pass mal auf. So viel dann zu NXT. Da wollen wir jetzt aber dann auch nicht alles den Kollegen vorwegnehmen. Wenn die sich schon Eben. die Rosinen rauspicken, dann sollen sie es auch machen. Boah, Nur, das lasse ich jetzt mal so stehen. ja, Ich habe schon nur, viel nur, Ärger bekommen die letzte Woche. ja, ist ja alles auf freundschaftlicher und spaßiger Ebene gemeint, aber wie wir auch schon gesagt haben, wir lassen es uns jetzt nicht nehmen. Auch mal einen kleinen Schwenk zu AEW oder NXT dann zu machen, wenn uns eben danach ist. Genau. Wir haben die Wednesday Night Wars in die WI Wars umbenannt und nein, aber in der Tat, wir werden uns natürlich ab und zu mal äußern. Das Schwerpunktprodukt hierzu liefern Jens und Julian. Mal gucken, wann das nächste Mal kommt. Ha, kleiner Stich, wir sind immer zuverlässig. Ha, so, damit, nein, Gesundheit ist nicht witzig. Ich habe gerade eine News gesehen, die Jens gerade rausgeballert hat und da steht, dass die 15 Millionen, die Tyson Fury bekommt, für seinen Auftritt wohl doch etwas zu hoch geschätzt sind, habe ich mir schon fast gedacht. Deutlich unter 15 Millionen soll es liegen. Deswegen kommt man mal zu diesen 8 bis 10 Millionen, die ich eingangs da ins Spiel gebracht habe, wohl vielleicht doch eher hin. Ist ja Aber immer noch egal. genug. Immer noch so viel, dass ein normaler Mensch dafür nicht mehr arbeiten muss und zwar für ein paar mehr Leben nicht mehr arbeiten muss, wenn man nicht gerade alles wieder verjubelt. Das Grundargument bleibt das gleiche. Her mit den Kohlen. Gut.
Damit sind wir für diese Woche am Ende. Eine Sache will Und ich noch wir? anfügen Na, Gott sei oder Dank. anmerken. Zu New Japan haben wir uns ja schon geäußert, aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, da ich ja auch im MMA-Bereich zu Hause bin, wer MMA-Fan ist oder werden will oder sich auch nur ein bisschen dafür interessiert. In der kommenden Woche findet der UFC 244 Pay-Per-View statt. Gleichzeitig auch das 500. Event in der UFC-Geschichte. Und da der nächste Podcast ja nicht vor Sonntag kommt, wollte ich mir es nicht nehmen lassen, nochmal darauf hinzuweisen, da ja da im Main Event der sehr interessante Kampf zwischen Jorge Masvidal und Nate Diaz stattfinden wird. Gerade von Nate Diaz werden ja vielleicht, der wird vielleicht der ein oder andere schon im Zuge seiner beiden Kämpfe gegen Conor McGregor was gehört haben. Und die beiden sind eigentlich immer für einen sehr unterhaltsamen Kampf und auch für sehr unterhaltsame Aktionen oder Pressekonferenzen bzw. Interviews außerhalb des Oktagons bekannt. Und wie gesagt, wer sich annähernd ein bisschen für MMA interessiert oder mal reingucken will, sollte das vielleicht dann am nächsten Samstag tun, beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag. In der Regel ist es so, dass die Events immer rund um Mitternacht beziehungsweise halb eins anfangen und dann die Pay-Per-View-Main-Card um 4 Uhr morgens anfängt. In Deutschland kann man sich das Ganze auf der Zone angucken. Also wer vielleicht schon aus anderen Gründen, der Zone überträgt ja auch viele andere Sportarten, Zone-Abo hat, kann sich das ja dann auch am muss ja nicht live angucken, kann man sich ja dann auch am nächsten Tag noch angucken oder 2, 3 Tage später. Aber wie gesagt, wer sich da ein bisschen für MMA interessiert, sollte vielleicht dann mal bei diesem Event reingucken, weil gerade der Main Event sehr vielversprechend ist. Und für alle Wrestling-Fans gibt es dann auch noch ein kleines Schmankerl, weil im Anschluss an den Kampf wird The Rock dem Sieger gratulieren. Und die BMF oder den BMF-Titelgürtel überreichen, der für den Baddest Motherfucker steht. Ja, Meltzer sagte, vielleicht einer der coolsten Titel, der da im Moment bei UFC vergeben wird. Ja, in der Tat. Gut, damit sind wir für diese Woche durch und ich komme zu den Grüßen ganz am Ende. Und zwar schnappe ich mir die Startseite. Das ist für Olli so das Stichwort. Vielleicht kann er mal gucken, was bei YouTube so passiert ist diese Woche bei uns. Ich grüße Dani, der oder die. Dani kann ja für Dani oder Daniela stehen. Ich weiß es nicht so genau. Sich für NWA Power bedankt. Habe ich diese Woche noch gar nicht geguckt, muss ich gleich noch nachholen, war zu viel los. Aber genau wie ich liebt er diese Art von Wrestling oder sie. Ja, dieser Oldschool-Touch hat durchaus was und ich habe es ja nicht umsonst deswegen so ein bisschen herausgestellt letzte Woche. Oh Gott, antwortet mir, weil ich auf den Einwand von ihm letzte Woche Bezug genommen habe. Besser gesagt, habe ich das vielleicht sogar bei dem Podcast davor gemacht. Ich weiß es jetzt gar nicht, ist auch egal. Und zwar geht es da, denke ich mal, um den Übersättigungseffekt von NXT. Dahingehend, dass ich sage, wir haben den jetzt bei NXT auch, weil jede Woche 2 Stunden. Und Gott sagte, nee, der Übersättigungseffekt war früher auch schon da. Da wurde auch mehr als nur 2 Stunden aufgenommen bei NXT mit den Tapings. Das stimmt. Aber ich wies darauf hin, dass trotzdem deutlich längere Zeit zwischen den Tapings lag. Und Gott sagte, ja, vielleicht habe ich damit dann doch recht. Man weiß es nicht genau, wir müssen es abwarten. Grando freut sich darüber, dass wir immer bei WWE immer so ein bisschen kritisch berichten. Mit einer gewissen Schadenfreude geht er da fast schon ran, wenn wir über WWE reden. Ja, weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist. Wir versuchen immer Sehe ich objektiv. ehrlich gesagt nicht so. Also Schadenfreude habe ich nicht wirklich. Würd mir ja auch wünschen, dass das Produkt besser wäre. Weil mir ja schon zumindest noch ein bisschen was an WWE, beziehungsweise hauptsächlich eher an den Leuten, die bei WWE auftreten, weil ich halt viele von denen bei anderen Promotions sehr lieb gewonnen habe, würde ich natürlich gerne sehen, dass die besser eingesetzt werden. Aber Schadenfreude habe ich jetzt nicht so unbedingt. Ich meine, klar, mir wird es jetzt nicht unbedingt so wehtun, wenn WWE ein bisschen den Bach runtergeht.
Wobei dann da natürlich immer die Gefahr besteht, dass es dann dem gesamten Business im Ganzen wehtut, weil eben voraussichtlich erstmal niemand in die Lücke dann stoßen könnte. Aber meiner Meinung, oder ich sage halt einfach nur meine Meinung, und da gibt die WWE aktuell kein gutes Wrestling-Produkt ab. Punkt aus, fertig, Ende. Das hat dann eher weniger mit Schadenfreude zu tun. Ich glaube auch, dass er nicht bei uns die Schadenfreude sieht, sondern er freut sich und bei ihm kommt Schadenfreude Ah, auf, okay. wenn Ja, wir gut. WWE kritisieren, so habe ich das verstanden. Das Und kann sein. damit kann ich leben, weil wenn was nicht gut ist, dann sagen wir das eben. The Phantom sagt, er fand es gut, dass ich NWA Power angesprochen habe. Ja, wunderbar, freut mich. Dann immer weiter dranbleiben. Ich werde es auch machen. Und Great Muta sagt, dass es bei ihm regnet und freut sich, dass er deswegen den Podcast hören konnte. Ja, das ist doch schön. So viel von der Den Startseite. kann Mein man aber Olli. auch bei Sonnenschein hören. Ja, immer. Wir sind Wollte ich jetzt nur mal Wetter. so sagen, ne? Nur nicht, dass ihr uns jetzt nur noch bei Regen hört. Oder noch schlimmer, wenn ihr uns hört, fängt es an zu regnen. Das wäre ja noch schlimmer dann. Dann sind wir für schlechtes Wetter verantwortlich. Aber nein, man kann uns bei Sonnenschein, Regentag und in der Nacht hören. Was hat Olli auf YouTube gefunden? Zuerst mal will ich noch, ist mir jetzt noch kurz was eingefallen, weil du ja jetzt noch mal was zu NXT und Übersättigung gesagt hattest. Und zwar gab es in den letzten Tagen auch die News, die uns vor 1 oder 2 Wochen beschäftigt hat, oder zumindest darüber, nämlich dass NXT darüber nachdenkt, aus der Full Sail rauszugehen. Ja, das wundert mich nicht. Da hatten wir ja vor 1, 2 Wochen auch eine Diskussion, wo ich eher die Meinung vertreten habe, dass NXT in der Full Sail eine spezielle Stimmung und einen speziellen Geist hat und sie eher versuchen sollten, den beizubehalten, und du eher dafür plädiert hast, dass NXT aus der Full Sail raus muss. Es war mir klar, dass es so kommen würde. Ich glaube aber nicht, dass es zwingend besser wird. Das ist eine andere Geschichte. Aber war klar, dass Vince reagieren würde. Das wundert mich jetzt nicht. Okay. Da werden wir dann mal sehen, wie es in Zukunft weitergeht. Dann zu den Leuten auf YouTube. Die gute, zumindest gehe ich weiterhin davon aus, dass es eine Frau ist. Rada Martinčić hat sich sehr gefreut, dass sie im Podcast erwähnt wurde. Thor Boysen hat sich auch gefreut, dass der Andi über die NWA gesprochen hat, über NWA Power. Und ansonsten gab es auch von Benjamin Horstmann und der emotional authentischen Moralpastille Kommentare zum Aussehen von Bailey, weil wir uns da ja letzte Woche auch sehr gewundert haben. Zum einen wurde da gesagt, Homer Simpson Schminkflinte, Habe ich auch dran eingestellt gedacht. auf abgewrackte Alkoholikerin Kennst in du die einem Folge? RTL-Nachmittagsformat. Nee, ich bin, muss ich sagen, kein großer Okay. Simpsons-Fan und habe vielleicht maximal 2 Folgen komplett mal gesehen. Sehr guter Vergleich, aber diese Schminkflinte hat Huma mal erfunden und sie sieht eigentlich genauso aus, wie Bailey aussah. Und der andere Kommentar war, Bailey sah aus wie eine wütende Ü30-Mutter am Elternsprechabend. Oder so, ja. Kann man, denke ich, bei beiden einigermaßen mitgehen oder zumindest die Meinung teilen. Ist jetzt nicht so weit hergeholt. Wobei, ich glaube, Bailey ist diese Woche gar nicht aufgetreten, oder? Nee, die muss wieder schon für die nächste Woche vorgeschminkt werden. Das dauert immer ein bisschen länger. Keine Ahnung. Oder ist mir zumindest nicht aufgefallen jetzt die Woche. Nee, sie war auch nicht dabei, meine ich. Zumindest habe ich jetzt auch keine Erinnerung. Das waren dann die Leute oder die Grüße. Die Leute können sich gerne diese Woche auch wieder gegrüßt fühlen von YouTube. Genau, wir grüßen euch sowieso immer alle herzlich. Und ja, mit der Möglichkeit, dass Randy Orton vielleicht nach seinem Vertragsende bei WWE zu AEW wechselt, ich lach mich tot, verlassen wir die heutige Ausgabe. Wünschen euch eine schöne Woche. Heute ging es ein bisschen drunter und drüber bei uns, aber das muss eben auch mal sein. Wir hatten echt eine ereignisreiche Woche jenseits des Wrestlings und in diesem Sinne seht es uns nach. Wir kommen wieder das nächste Mal, ja, am, denke ich mal, kommenden Wochenende. Zwischendurch gibt es vielleicht noch die Crown Jewel Show. Wenn nicht, verwurste ich die alleine am Sonntag mit Olli und er muss dann eben sich den Rotz anhören. Irgendwie hört ihr Du uns auf kannst jeden das Fall. einfach davor aufnehmen, Oder bevor so. wir den Podcast machen. Also ich höre Ach, mir kriegen ganz wir hin. bestimmt keine halbe Stunde Gelaber zu der Show Puh. an.
Dann muss ich so Das machen. kannst mal schön knicken, mein Freund. Ja, dann wollen wir das auch, wollen wir den Olli hier gar nicht negativ mit Energie aufladen. Dann mache ich es entweder mit Julian zusammen vorher oder ich mache einen halbstündigen Monolog vorher. Das kostet mich ja auch nur ein Lächeln. So oder so werden wir die Show nicht unter den Tisch fallen lassen, aller Voraussicht nach zumindest. Habt eine schöne Woche, bleibt uns gewogen, macht es gut. Tschüss. Gute.